Dieses Wochenende pilgern wieder hunderttausende Menschen in den sonst so ruhigen Stadtteil Pützchen, um Pützchens Markt zu besuchen. Doch hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen schon seit gut 5 Wochen auf Hochtouren. Einer, der von Anfang an dabei ist und die Arbeiten beobachtet hat, ist Klaus Dabrowski, Mitglied des Freundeskreises Pützchens Markt. Unsere Reporter Karima, Alex und Rabea haben sich während des Aufbaus mit ihm getroffen und ein paar Worte mit ihm gewechselt. Der Freundeskreis Pützchens Markt existiert bereits seit 2010 und hat in dieser Zeit schon viel bewegt. Getreu dem Leitsatz, die Tradition der Kirmes zu pflegen und verloren gegangene Rituale wieder aufleben zu lassen, wurde zum Beispiel der Festumzug am Anfang des Marktwochenendes wieder eingeführt, wie uns Herr Sabrowski erklärte. Wir haben ja nicht nur den Festumzug, wir hatten ja auch schon Hochzeit auf dem Riesenrad gemacht, Frühstück auf dem Riesenrad, also schon einiges bewegt, würde ich sagen. Modellbauausstellung haben wir noch. Also ich denke mal, da hat man da schon ein bisschen was auch für den Markt getan haben und für die Stadt. Doch das sind nicht die einzigen Ziele, die sich der Freundeskreis gesetzt hat. Besonders die Dokumentation der traditionsreichen Kirmes steht im Fokus der Mitglieder. Von Anfang der Aufbauarbeiten bis zum Ende des Abbaus beobachtet der Kern des Vereins das Geschehen und dokumentiert alles in Bild und Ton. Ich persönlich mache nur Bilder für den Freundeskreis halt, für auf der Homepage und dokumentiere das Ganze so ein bisschen. Oft geht es auch einfach nur um den Spaß, den der Verein an seinem großen Wochenende hat und darum auch immer vor Ort ist. Und ansonsten laufen wir hier rum und beobachten die Leute und haben Spaß an unserem Pützensmarkt. Besonderen Spaß versprechen dieses Jahr einige neue Attraktionen. Die wichtigsten Neuheiten verriet uns Herr Sabrowski. Besondere Sensation ist der City Skyliner. Das ist ein Aussichtsturm, als Neuheit hier verpflichtet. Und dann eine neue Achterbahn, also für hier neu, der Rock'n'Roller Coaster. Wer es bis jetzt noch nicht auf die Kirmes geschafft hat, sollte bei diesem schönen Event für die ganze Familie auf jeden Fall noch vorbeischauen. Der Freundeskreis freut sich über jeden Besucher. Wer mehr Informationen nachlesen möchte oder sich die Fotos des Aufbaus angucken will, kann dies auf der Homepage des Vereins tun, auf freundeskreis-pützensmarkt.de. Dort kann man im Archiv stöbern und sich auf den neuesten Stand über Pützens Markt bringen.